Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielleicht ist es dem einen oder anderen mal aufgefallen, dass ich in den letzten Wochen das Thema Die Schöne und das Biest extrem gesuchtet habe. Deswegen möchte ich dir heute zeigen, was ich so gekauft habe. Es ist nicht viel, aber es ist alles zum Thema und ich möchte dir zeigen, wo ich es gekauft habe. Ich war letztens im Primark und habe dann dieses Shirt geholt und bitte achte darauf. Die Sachen, die fallen irgendwie extrem groß aus. Das ist jetzt Größe 36 und mir ist es schon fast wieder zu groß. Aber die verzauberte Rose hat es mir angetan. Ich habe ja auch so ein DIY gemacht. Vielleicht magst du dir das mal anschauen, falls du es noch nicht hast. Dann dieses Shirt, das fand ich so cool, weil es einfach so nicht so bam, in your face schön und das Biest ist, sondern man muss erstmal schauen, ja, was ist das denn für ein Muster? Da sind so kleine von Unruh, Tassilos und Lumière drauf und natürlich das Biest zwischendrin. Ja, ein paar andere Charaktere noch dazu, wäre natürlich cooler gewesen, aber ich finde einfach so in Schwarz-Weiß, es ist so ein bisschen neutraler und es gefiel mir gut. Das habe ich tatsächlich in Größe 34 gekauft. Ich habe noch nie Größe 34 gekauft, außer bei Primark. Das war es eigentlich schon, was ich mir geholt habe. Moment, eine Sache fehlt noch. Das hat mir meine Freundin mitgebracht. Ich bin so happy. Meine Couch quietscht übrigens. Das war nämlich total lange ausverkauft und jetzt ist es endlich wieder da. Und es gibt es auch bei Primark für 6 Euro. Das ist so eine kleine Geldbörse. Ein kleiner Tassilo, den kann man aufmachen. Man kann auch irgendwas anderes reinmachen, wenn man mag. Ich hätte gerne noch die Figurine, aber die ist ja auch überall ausverkauft. Wer weiß, wann die wieder kommt. Dann habe ich 2 Kleider für meine Kleine geholt bei C&A. Zum einen dieses hier. Das gibt es mittlerweile auch im Sale. Wenn ihr mal schauen wollt, vielleicht online, dass ihr das noch findet. Ja, das ist halt ein All-Over-Print. Und ist jetzt auch nicht gerade so figurbetont geschnitten. Für ein Kind muss es auch nicht unbedingt, aber es sieht schnell wie ein Sack aus. Wenn wir ehrlich sind, wenn es jetzt kein Schön und das Biest Kleid wäre, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht geholt in dem Schnitt. Und dieses Kleid hier, das ist Junafes Lieblingskleid. Und ich finde es auch total schön und ich kann es auch total nachvollziehen, weil wenn ich noch ein Kind wäre, dann wäre das wahrscheinlich im Moment auch mein Lieblingskleid. Es ist so schön mit Tüll unten, es bewegt sich, wenn man sich dreht und ja, die Belle ist drauf mit der Hose, was will man mehr? Dieses Kleid fällt übrigens kleiner aus. Das ist eine Größe 116 und es würde auch einem Kind mit einer Größe 104 passen. Also ich habe schon gedacht, oh, das wird bestimmt noch zu groß sein, aber nein, es passte perfekt. Ah, ich habe noch eine Sache vergessen. Und zwar habe ich hier noch einen Gürtel. Ja, finde ich ganz niedlich. Ich muss es dann auch mal näher ranzoomen, dass ihr das seht. Das war's auch schon mit dem kleinen Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.